Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu SteamWorld Dick. Wir kaufen mal kurz unser Zeug hier. Dann können wir gleich direkt schon weitermachen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Nehmen wir her mit der Kohle. Ja, mal kurz gucken, was wir als nächstes kaufen. Die Rüstung könnten wir erweitern. Oder die perfekte Welle. Dass wir die Haftbombe erweitern können, dauert es ja noch ein bisschen. Benutzerstufe 14. Na, das dauert noch. Das dauert noch. Na gut, dann geht's weiter im Tempel, ne? Ja. Würde ich mal einfach so behaupten. Förderlabyrinth, da nicht, gar nicht, genau, da. Golem Malta. Was auch immer Golem Malta ist. Ist das hier oben weiter? Ja. Halt. Ah ne, da komme ich auch gar nicht dran. Wie komme ich denn da dran? An der einen Seite. So, hier komme ich nicht durch. Hallo? Ha! Ich habe aber. So, den könnte man anzünden, ne? Weiß nicht. Den müssen wir doch hier unten weitermachen. Vorsicht, dich, Dorothy, lass dich nicht zu tief fallen. Wow! Es wackelt. Das Fass. Weiß ja schon, wenn ich da in der Nähe stehen bleibe? Ich glaube ja. Sollte ich vielleicht nicht in der Nähe stehen bleiben. Den habe ich nicht kommen sehen. Okay, das passiert. Das ist ja noch relativ vernünftig. Bekloppt, nee. Wo sind die hin? Alle tot? Lava. Nein! Ach, warum? Ich hab doch drauf gedrückt, dass ich die Rakete schießen möchte. Ach, das ist wieder so doof, ey. Ja. Genau, verkaufen wir das nochmal. Wird immer beim Tod was abgezogen. Nicht so schön. Genau dahin. So, überlege ich die Oase? Nee, nix Oase hier. Aha. Sollte man vielleicht auch zusehen. Wie komme ich denn da dran? Das ist unter der Lava. Das wird die jetzt erstmal freilegen, den Gang. Und direkt noch einmal nach Hause. Direkt noch einmal nach Hause. Genau. Was wir haben, haben wir. Das war wieder unheimlich intelligent von mir.
selbst kaputt hauen, das ist mir egal. Nein, manchmal habe ich keine Ahnung, warum ich einfach nach unten grabe, obwohl es mir überhaupt nichts bringt. Fragt mich nicht, was ich hier veranstalte. Ja, ist hier unten jetzt Lava. Noch so ein nutzloser Hebel. Ich schätze, den muss ich auch irgendwie verstärken. Diese Kohlenpfanne könnte vielleicht etwas bringen. Ja, ich muss nur einen Weg finden, sie anzuzünden. Ja, toll. Oh. Die Transportröhre kommt gerade wie gerufen. Danke. Gucken, ob man mir schon irgendwas anderes leisten kann. Nehmen wir mal die Panzerung. Oh ja, zweimal Panzerung gekauft, das wollte ich gar nicht. Ja, gut, immerhin. Die Vidar-Stiefel, stark genug, um selbst Säure und Lava zu widerstehen, benötigt das Material doch manchmal eine Auszeit. Und die Aramid-Panzerung. Wehrt das erste Projektil ab, das dich trifft, hat eine Aufladezeit von 30 Sekunden. Nicht übel. Also die Pfanne anzünden. Aber wie? Hier ist Wasser. Das liegt doch nahe, dass ich dann irgendetwas mit dem Wasser hier machen muss. Oder wir gehen einfach mal in den Tempel. Brandstation. Na, das könnte doch genau das sein, was wir suchen. Na toll. Na toll. Der große Prophet. Oh. Oho, oh. Sollte man nicht zu dem? Wer wagt es, vor dem großen Propheten des Vernichters zu treten? Hey, den Typen kenne ich. Das ist der Kerl, der mich zu den anderen Tempel gebracht hat. Licht der Führung, ein unwilliger Bot in meinem Tempel. Wo ist Rusty und was ist mit ihm passiert? Wie von mir vorhergesagt, wird Rusty, der Zerstörer, das große Beben hervorrufen, auf das wir diese sterbliche Hülle ablegen und Erleuchtung finden können. Seiner unendlichen Gnade gewährte er uns eine Vorrichtung des jüngsten Gerichts und dann verließ er uns. Seine Wege sind wahrlich unergründlich. Hm. Dann muss ich die Gerätschaft deaktivieren. Ja, sag uns, wo du diese Maschinen versteckt hast, damit wir sie wegbomben können. Oh, Licht der Führung, diese ungläubigen Narren. Ihr werdet unserer Maschine keinen Leid zufügen. Feigling. Das werden wir ja noch sehen. Versteckt er sich jetzt? Ich frage mich, wo der hingeht, wenn er abbaut. Da hinten hin. Oder dahin. Das war nicht gut. Jetzt habe ich da wenigstens den Weg auf.
Wo ist der wieder? Das können wir auch mal ruhig angezeigt werden. Auf der Minimap. Steht ja super. Der steht ja noch fast viel besser. Denen da rankommen in der Situation. Sehr fair. Ja, keine Ahnung. Probiere ich in der nächsten Episode nochmal. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.